Ja, positiv war das Fazit gestern von den Einsatzkräften. Ganz anders wahrgenommen hat diesen Tag 1 der Räumung aber das Bündnis Fridays for Future. Sprecherin Luisa Neubauer hat vor allem kritisiert, dass bis spät in den Abend geräumt wurde, dass Panik geschürt worden sei, und appelliert jetzt vor allem an die Grünen. Wir sind schockiert hier angereist nach den Berichten von letzter Nacht. Es wurde durch die Nacht durch auch weiter geräumt. Das gefährdet Aktivisten massiv. Das ist eine strategische und kalkulierte Eskalation. Und da richten wir uns in diesem Augenblick ganz nachdrücklich an Herbert Reul, aber auch an die Grünen. Das muss aufgearbeitet werden und sofort beendet werden, diese Praxis der Räumung. Und abgesehen davon sind wir auch hier, weil wir zeigen, es geht hier darum, dass die Kohle im Boden bleibt. Man möchte das politisch irgendwie schönreden oder greenwashen. Wir sehen aber die harten Zahlen. Es bildet sich in diesen Momenten ein unglaublicher Rückenwind aus der Gesellschaft, aus allen möglichen Bereichen, aus Bereichen der Wissenschaft, der Kultur und so weiter und so fort, von Leuten, die verstehen, ja, Klimaschutz heißt eben auch dann hingucken, wenn es ein bisschen unbequemer ist, und heißt im Zweifel auch in Regen stehen in Kallenberg. Welche konkrete Kritik haben Sie an den Grünen? Es darf doch nicht zu viel verlangt sein, dass eine Energiepolitik vereinbart und praktiziert wird, die vereinbar ist mit unseren Klimazielen, mit den Versprechen im Pariser Abkommen. Das muss doch das Grundverständnis sein, mit dem gerade die Grünen in ihrer Regierungsverantwortung an die Sache herantreten. Und ich finde das ja in dem Sinne auch absurd, dass wir hier stehen müssen und solche Basics einfordern, dass man sich überlegt, welche Energiepolitik passt zu unseren Klimazielen, wie stellen wir die Energieversorgung sicher in Deutschland, aber gefährden nicht alles, was wir haben. Und das tut halt eine kohlebasierte, RWE-freundliche Politik wie die aktuelle. Es sieht momentan danach aus, als ob Lützerath etwas schneller geräumt werden könnte als gedacht. Sind Sie persönlich enttäuscht von der Entwicklung vor Ort? Nein, im Gegenteil. Ich frage mich, wem die Regierung da was beweisen möchte, wovor sie solche Angst hat. Wenn es darum geht, zu zeigen, dass die Hundertschaften aus 14 Bundesländern einbeziehen können und in kürzester Zeit Lützerath kurz und klein hacken, ja, herzlichen Glückwunsch, dann haben sie das geschafft. Aber das haben wir doch nie zur Disposition gestellt. Was passiert vor Ort, ist, dass Aktivisten kalkuliert verletzt werden, dass die Situation unnötigerweise eskaliert wird und dass aber bis heute immer noch Aktivisten vor Ort sind. Das ist total mächtig. Und vor allem blicke ich aber auf die vielen tausend Menschen in diesem Land, die in diesem Augenblick die Anreise nach Lützerath planen zur großen Demo am Samstag.